Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legends of Dawn. Die vorherige Folge war so ein bisschen abrupt beendet, als wir gerade den Friedhof erreicht haben. What's with this giant dome? Cordalis can't resist showing off. Just like all the other rich fools, he built this grand structure in the midst of. Aber wo war ich in dem Satz? Ja, wir wurden unterbrochen. Und du wolltest wohl gerade erzählen, dass wir hier ein paar Ungeheuer haben. Genau, da sind nämlich ganz fürchterliche Erscheinungen, die den Totengräber da richtig Angst gemacht haben, weswegen der sich jetzt weigert, hier noch weiter zu arbeiten. Und der sieht schon so aus, als ob er nichts Gutes im Schilde führt. War dann aber doch relativ schnell bezwungen. War das gekrippelt oder? Ne, zwei Hits schon, wie steht's denn? Zwei normale Hits. Es ging so schnell, ich dachte, er wäre gewandelt worden. Ja, wir haben einfach mal getroffen. Ja, stimmt. Normalerweise haust du als daneben. Ja, da fliegt der Arm ab. So beide Arme. Ja, wir besiegen sie nicht nur, wir hauen sie in Stücke. Das lobe ich mir. Oh, nee, ist da. Nein. Das ist ja hier Gewaltexzesse. Die kannst du auch keinem zeigen hier. Nicht, dass wir dann auch noch gehängt werden wegen Grausamkeiten gegen ehemalige Dorfbewohner oder mystische Gestalten. Ja gut, ich sag mal, würden wir so drei Leute da auf dem Friedhof entgegenkommen mitten in der Nacht? Ja, das waren auch schon, ich glaube, die fürchterlichen Kreaturen der Nacht. Ja, die waren aber auch ziemlich fürchterlich. Die waren auch nichts entgegenzusetzen. Aber wenn ich mir so überlege, dass ich dann da alleine auf dem Friedhof bin und versuche da schön in dem Mausoleum zu pennen. Und jetzt sollen wir ihm noch sein Zeug einsammeln. Ja, das ist das Bett unter dem Mausoleum. Müssen wir natürlich noch den Eingang finden. Das ist bestimmt da drin. Okay. Was ist das? Das ist das Sicherheitssystem. Ja gut, Bombensicherheitssystem. Ja, wahrscheinlich nicht für Humanoide mit Daumen gemacht. Mit Daumen ist das alles leicht zu regeln. Nur frage ich mich gerade, wer hat Angst vor diesen drei Gestalten oben? Kommt aber da unten in so einer Gruft. Also auf Fall im Boden. Du wirst aufgespießt. Man abwälzen. Das hilft gegen Stichwunden. So viel heilt der Apfel jetzt aber nicht, ja? Das ist ja nur ein Apfel. Ein schönes gekochtes Mahl. Es ist Zeit, dass wir kochen lernen. Und nicht sterben, bitte. Wow! Wer hat denn das gebaut? Ah, da ist er. Da wohnt er. Ja, hier schläft er manchmal. Ja, ist aber schön. Wahrscheinlich im Sommer. Da ist es ja schön kühl hier unten. Und muffig. Der Bone Key. Den würde ich mitnehmen. So was kann ich mal gebrauchen. Oh, Schlüsseltäschchen. Ja, nee. Ja, will ich anlegen. Das ist das, was momentan angelegt ist. Ne? Kann man mal verkaufen. Ja. Ja. Und seine Kiste war ja unter dem Bett. Ja, da ist ein Zeug. Berylin. War gut, er hat ja so ein bisschen abgesichert da mit diesen Hackebeilen aus der Wand. Ja, jetzt laufen wir wieder. Ach du guter Gott. Mit diesen Speeren, die aus den Boden kommen und diesem Käfig. Es ist auch die Frage, wie kommt denn da wieder raus? Oh no. Dwarven traps everywhere. The Marquis never warned me of so much danger lurking about these dungeons. This feels like an ambush. Ja, allerdings, hier holen wir mein Zeug da unten raus. Und dann wohnt hier ein Monster neben anderen und fallen und verwinkelt.
Also das Monster kriegt keinen Schaden dadurch. Ich hätte jetzt keinen Schaden gesehen, den es bekommen hat. Aber wir haben 95 Erfahrung für das Vieh erhalten. War das keine Tiny White Spider? Wir müssen vorsichtig sein. Oh, die hinten hier sind wohl ziemlich groß. Ja, wir haben erstmal hier die kleine gefüttert. Den Cave Spider Ring. Hat auch viel mehr Leben als die kleinen White Spider. Und wir machen hier. Achso, ne, gut, wir machen auch jetzt 4 Schaden. Gibt es denn noch Fernkampfwaffen? Ja. Bögen und Zauber. Und Zauber dachte ich mir. Bögen ist natürlich auch ganz interessant. Weil das würde das Pullen der Tiere, Monster, Feinde, wie auch immer, oder was auch immer sich gerade entgegenstellt, viel vereinfachen. Weil was ist jetzt? Feigheit vor dem Feind. Das ist gemein, aber sie kann auch durch die Tür angreifen. Oh, nur noch 6 Leben. Ja, ich glaube, da müssen wir dann unseren Heil drin haben. Und du planst jetzt da, sich noch weiter in den Katakomben aufzuhalten, oder? Ich wollte hier ein bisschen EP mitnehmen. Gut, das ist gelungen. Gut, da unten, da oben haben wir sogar ein Radar. Gleich erkennt man, da sind ja noch mehr Feinde. Ach, so groß ist das ja auch gar nicht unten, oder? Ich glaube, gegen so viele Spinnen haben wir keine Chance. Das ist wahr. Wir müssten Heiltränke wie sonst was einschmeißen. Noch eine Falle. Haben wir natürlich auch kein Geld. Ja. Aber das wird sich natürlich alles ändern, wenn wir erst die dicken Sachen finden, die wir dann verkloppen. Ja, wir haben natürlich hier Kerne mit Level 2. Mit Level 2 aus dem Level bis dort hinaus. Ja. Mit richtig guten Equipment dann. Ja, zum Thema Pullen haben wir natürlich ganz vergessen, es gibt ja noch diesen. Hey! Damit kann man die anrufen. Ja, das ist der Taunt, also verspotten. Achso. Damit kann man die auch auf Gräsern locken, wenn sie sich verstecken. Gut, würde ich als Spinne, wenn man mich so verspottet, würde ich mir das natürlich auch nicht gefallen lassen. Das ist was? Hier werden wir wiederbelebt, wenn wir sterben sollten. Was wir natürlich nicht werden. Ja, aber ich bin ja vorsichtig. Berylin. Was ist das unten links in der Ecke immer? Was? Nee, ganz unten links ist jetzt gerade nicht da. Das ist immer so ein Icon mit einer Zahl, wo die runter, da ist es wieder. Vielleicht ist es eine Anzeige, dass irgendwas lädt. Vermutlich, aber es kam ja jetzt hier, wo die ganzen Gebäude wieder geladen werden müssen. Ich werde das mal im Auge behalten. Und dann meine fachkundige Meinung abgeben. Was gibt's denn da zu lachen? Ich werde das analysieren und dann werde ich einen Bericht drüber schreiben. Kann man zu den Leuten einfach rausspazieren? Natürlich. Wir sind königliche Garde aus dem Weg. Durchsuchungsbefehl? Brauchen wir nicht. Zack. Nehmen wir alles mit. Oh. Na, viel besitzen tut er nicht. Aber er soll. Nun. Mit dem Moon haben wir bisher noch. Ja, aber noch sehr wenige, um Zauber zu basteln. Darüber könnten wir eigentlich eine eigene Folge machen. Könnten wir denn theoretisch schon einen Zauber machen? Machen? Ja. Dann machen wir das doch mal. Da brauchen wir keine eigene Folge für, das machen wir jetzt. Da haben wir es doch. So, ich würde sagen, wir machen schon einen offensiven Zauber, oder? Wie siehst du das? Ja, mal schauen, was die machen. Defense Score.
Hört sich ja schon sehr offensichtlich an. Ja, das ist wahrscheinlich, weil wir oben diesen Protection Rider ausgewählt. Rider, natürlich Reiter. Nicht Rider ausgewählt haben. Causes Damage versus Animals. 15 bis 45, dann werden die Spinnen One-Hit. Wenn es voll trifft. Und bis zu 6 Dinger kann man nutzen. Naja. Die Mana-Kosten steigen natürlich immer. Achso. Also unser Faith. Faith. Wir haben nur 27. Ja. Die Regeneration ist noch nicht sehr hoch. Also nur den einen. Ja, würde ich sagen. Oh, man kann die sogar selber benennen. Wie viel kostet das Mana? Ach, dann würde ich das weglassen. Sei denn das. Das Reduzieren der Rüstung und sowas würde ich auch als AOE machen, also als Wort. Mhm. Dann ändert sich ja nichts, aber es trifft mehr. Und das ist richtig. Dann würde ich es einfach wegmachen. Kann man die mehrfach benutzen? Nein. Das war auch noch ein cooler Name. Auf jeden Fall Zerschmetterer, glaube ich. Für unseren Level 1 Zauber. Ja, von den mächtigsten Namen raus. Ich werde mir natürlich noch mächtigere Namen für die schwereren Zauber ausdenken. Ich habe ja sonst nichts zu tun, als dummes Zeug zu quatschen. Zerschmetterer. Ist das richtig geschrieben? Zerschmetterer. Ja, ich denke schon. Richtig genug. Richtig genug. Hinreichend richtig. Oh, warum können wir nicht createn? Fehlt vielleicht noch. Vielleicht muss man mindestens zwei. Ja. Ja, dann hilft das nichts. Dann müssen wir das so nehmen. Mich würde nur mal interessieren. Klick doch mal da oben auf die Würfel. Das muss da so einen Random-Namen erzeugen. World of Slumber. Ne, World. Ändert das was? Ach, die gefallen mir aber alle nicht. Da war Zerschmetterer schon richtig gut. Pestilenz. Das trifft sie nicht. Den würde ich nehmen für so einen Giftzauber. Oder was ist denn dieser Rune hier? Ah, nehmen wir die hier, dann haben wir unseren Zerschmetterer. Das ist richtig. Untote und ja, schön, das macht sie nur gegen Tiere Schaden, die armen Tiere. Weil gerade im Sommer sind ja viele Tiere unterwegs. Aber das kann ich aber immer noch nicht createn. Doch. Okay. Ist ja alles voller Fliegen hier, weil es so unglaublich warm ist. Was hat es mit dem Level auf sich? Wenn wir aufsteigen, können wir auch bessere Zauber machen. Ja. Das heißt, sie machen mehr Schaden und verbrauchen aber mehr Mana. Mehr? Okay, also bleiben mehr. Sie gleich, was Schaden pro Mana angeht. Ja. Aber du kannst natürlich mit der Rune dann mehr Schaden machen. Okay. Jetzt haben wir unseren Zauber im Inventar. Den können wir aber theoretisch unendlich oft einsetzen, wenn es Mana zulässt. Ja, ja. Der ist wiederverwendbar. Sie sind sehr nachhaltig. Das würde mich natürlich interessieren. Blessings be upon you. You've brought my beloved box. My heart sings again. Ja, müssen wir das aussprechen. I don't have much, but here are a few coins for you. And a piece of advice. If you want to earn money, talk to Barilyn Kavarilyn, head of the local NTG house. You know... Yes, yes, they're taking the control of the village. Our Marquis is furious, but no good comes from it. What can common people do? It's best not to interfere. Ich meine, es wäre schön, den jetzt nochmal in Action zu sehen. Dann gehen wir doch mal gleich vor die Stadt. Außerhalb der Tore gibt es da irgendwie ein Haus dazu. Ah, wir können aufmachen, oder? Ja, König. Warum ist hier wohl zu? Ja, weiß ich nicht, damit keiner wegläuft. So ein Tor, was immer offen steht, schützt auch vor Ungeheuern. Ja, muss man natürlich ein paar Wachen vorstellen, die es zumachen, wenn es so weit kommt. Oh, da ist unser erstes Opfer. Zählt denn die Spinne als Animal? Ich
weiß es nicht, aber das hier ist kein Spinn, das ist ein Ach so. Skittler. Was ist denn ein Skittler? Ich weiß es nicht. Ein Animal und ein Untot. Ja, machen wir den Skittler noch kaputt. Da kommt die Spinne. Und wir haben keinen Mana. Ja, aber das lädt auch sich selber auf. Wir werden auf jeden Fall die Spinne zerschmettern und dann werden wir voll gedunken. Jetzt natürlich so zerschmettert. Wie viel Mana kostet unser Bombenzauber? 16. Oh, eins noch. Gleich aber was. Ich meine, die mussten auch Wölfe herumlaufen. Das sind eindeutig Tiere da. Das ist ein Skittler, das höre ich. Ah, ja. So viel dazu. Los, bumsen um. Los! Oh Gott. Wie schlecht du halt kämpfst! Jetzt Zauber! Also neben gemacht? Nein. Warum ist das nicht tot? Weil es wahrscheinlich jetzt einfach nur lieb geführt wird. Ja, und Spinnen sind keine Tiere. Ja doch, aber. Ah. Naja, dann machen wir den noch tot und dann denke ich, können wir den Part ja auch beenden. Ja, wir werden den Zauber auf jeden Fall nochmal richtig einsetzen auch. Was macht das? Du sollst ihn halt gleich töten. Dann. Aber er macht keinen Schaden. Das finde ich gar nicht schlecht. Doch, jetzt, oh, gar nicht wenig. Ah gut, jetzt ist er kaputt. Ja, ich denke, dann lassen wir es hierbei fürs Erste. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Legends of Dawn. Dann vielleicht auch mit richtigen Zaubern, die auch was bewirken. Bis dann.